Die Konjunkturpakete von Bund und Land sind auf den Weg gebracht. Die ersten Soforthilfen für Unternehmen sind geflossen. Die Handwerkskammer Dresden ist verlässlicher Partner der Mitgliedsunternehmen in der Corona-Pandemie. Viele Programme wurden umgesetzt, andere Forderungen wurden von der Politik nicht aufgegriffen. Das sächsische Förderpaket enthält positive Maßnahmen wie das regionale Wachstum, das Unternehmen Investitionen in die Zukunft ermöglichen wird. Wir setzen uns dafür ein, dass gerade dieses Programm auch im nächsten Landeshaushalt wieder mit einem Budget ausgestattet wird. Wir werden als Handwerkskammer Dresden am Ball bleiben und die politischen Debatten führen. Eines hat uns die Krise ganz besonders gezeigt, wie wichtig es ist, dass das Handwerk zusammenhält. Im ostsächsischen Handwerk wurde dies über Gewerkegrenzen hinweg sehr gut gelebt. Denn Sie wissen ja, das Handwerk hält zusammen. Das Handwerk hält zusammen. Das Handwerk hält zusammen. Das Handwerk hält zusammen.